Frankreich? Stürmer? Jetzt ihn! Du angriffst! Let's go! Neymar! Ich hab Neymar gesucht! Servus Leute, ich bin Zertal Burgund. Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei einem XXL Team of the Year Pack Opening. Ich werde euch in diesem Video meine Lightning Round zusammenschneiden. Es sind alle Team of the Year jetzt in den Packs, darauf habe ich gewartet. Ich habe gerade 25.000 FIFA Points auf der Uhr. Ich nehme jetzt diese 125k Lightning Round mit. Am nächsten Tag nehme ich die nächste mit und am Ende seht ihr sozusagen so ein Best-of. Wir schneiden alles zusammen. Wenn in den ersten Packs nicht drin ist, dann hoffen wir, dass es danach ein bisschen besser wird, okay? Lasst auf jeden Fall gerne für dieses Video ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr vielleicht einen Team of the Year Spieler gezogen? Macht ihr zum Beispiel diese Premier League Upgrade Packs? Dazu wird ja auch ein Video gekommen sein oder kommt noch eins. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann kannst du gerne kostenlos abonnieren und ohne großartig weiterzuschnacken. Wir haben noch 13 Minuten Zeit. Wir können genau 10 Packs ziehen und das machen wir jetzt auch. Bevor es gleich rübergeht zum kleinen Pack-Opening, habe ich für euch eine richtig coole Kooperation am Start und zwar mit der App Lootboy. Mittlerweile kennt ihr den ganzen Hasen, ich habe es euch ja schon ein paar Mal vorgestellt. Und ihr wisst ja, man kann bei Lootboy kostenlos Diamanten sammeln. Und wie das Ganze geht, habe ich euch im letzten Video mal vorgestellt. Ist wirklich ganz einfach und mittlerweile haben wir jetzt auch ein paar Diamanten gesammelt. Und deswegen werden wir uns heute gemeinsam wieder 10 FIFA Lootpacks gönnen. Wir gehen hier auf Footpoints 20 und lösen jetzt unsere ganzen Diamanten ein. Und ich hoffe, wir bekommen auf jeden Fall FIFA Points. Wir bekommen wieder 10 Diamanten, da seht ihr es. Da können wir quasi die wieder irgendwann einsetzen. Dann gehen wir zur Premium Loot Karte. Und jetzt sollte was scheppern. Age of Empires, Bruder. Jetzt Real Talk, das habe ich früher so oft gespielt, Mann. Let's get ready for the next pack opening. And 500 Münzen. Es gibt Ingame Items. Was aber für uns sehr interessant wäre, sind FIFA Points. Und wir bekommen I am Tabak Wallpaper. Let's go, Digga. Jungs, wie schön ist es, wenn man selber bei einer App vertreten ist. Grüße gehen raus. Wir machen weiter. Wir sind noch nicht durch. Wir bekommen wieder einen Controller-Gutschein, 10%. Und öffnen ein nächstes Spiel. Unrailed. Und der Hase ist noch nicht zu Ende. Wieder 3 Diamanten. Premium Loot Card. Oh, oh, oh. Jungs, da waren FIFA Points drin. Premium Loot Card. Wir werden gleich in unser Inventar schauen. Es waren 2200. Ich habe aus Versehen nochmal mit dem Finger drauf gedrückt. Das war's komplett. Und wir erhalten eine nächste Vollversion. Ohne Spaß, ich kann euch gleich mein Inventar zeigen. Da sind mittlerweile so viele Spiele drin und das ist nice. Wir bekommen wieder Münzen. Und jetzt kommt's drauf an. Was ist hier drin von Broski? Grüße gehen raus an Broski. Der ist ja auch am Start. Ich zeige euch ganz kurz mein Inventar. Das sind die neuesten Sachen, die wir bekommen haben. Und ihr seht, 2200 FIFA Points. Das ist mal ziemlich knackig, Mann. Und nach 10 Premium Packs, wisst ihr, gibt es dann noch das Gold Rush Pack. Das ist eben das coole neue Feature und das bekommen wir einfach nochmal gratis oben drauf. Und das Beste ist, hier hat man auch nochmal die Chance auf FIFA Points, als auch Wallpaper und Vollversion für den PC. Und man weiß, vielleicht ist da nochmal was Gutes drin. Da sind auf jeden Fall möglicherweise auch Diamanten am Start und wir bekommen 10 Diamanten, eine Vollversion, 750 Münzen und gehen jetzt mal zum Inventar und damit können wir eigentlich sehr, sehr glücklich sein. Mit den Codes TOTI schenkt euch Lootboy 20 Diamanten plus 2000 Loot Coins. Ihr müsst unter Einstellung der App einfach auf Code einlösen gehen, haut da einfach TOTI rein. Achtet aber bitte auf die Kleinschreibung und falls ihr iOS-User seid, dann geht bitte auf die Webseite und macht es dann dort. Den Link zur App findet ihr oben in der Videobeschreibung, checkt das Ganze ab und viel Spaß beim Pack-Opening. Leute, ich habe den großen Traum, ein Team of the Year-Spieler zu ziehen. Ich habe nicht umsonst das Barcelona-T-Shirt an, Trikot meine ich natürlich, weil es ist Ankara Messi in den Packs. Es sind andere gute Spieler in den Packs, wie Frankie, die ganzen Premier League-Spieler. Freunde, Baby, gebt mir was Gutes, ey, gönne heute ein bisschen was. Und wir gehen gleich mit dem ersten Walkout ins Match. Holland? Ist es sogar ZDM? Es ist ein Icon! Es ist mein erstes Pack! Oh mein Gott! Wir ziehen Rijkaard! Mein erstes Pack! Ich hab's nicht gecheckt, Jungs! Es ist Bruder! Es ist ein Icon! Es ist mein erster Icon im FIFA 20 Ultimate Team! Jungs, ich dachte gerade, Holland, ZDM, was ist das? Es ist schon spät, meine Nachbarn werden mich so killen, Mann! Jungs, ich komm nicht klar! Ich hab eine Ikone gezogen! Das ist mein erstes Pack in der Lightning Round, Jungs. Lasst dafür einen Daumen nach oben da, Jungs. Mein erster Icon, Jungs. Wer freut sich für mich? Mashallah, Inshallah, Digga. Ich bin am Arsch. Bruder, so hätte es nicht anfangen können. Aber so fängt es an. Let's go, Mann. Wir sind in den Slots. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und dahinter ist noch Deulofeu. Erne ist in dem Pack drin. Ist es? Das ist sogar die Prime. Jungs, das ist die Prime-Icon. 800.000 Münzen auf Nacken. Let's go, Mann. Damit machen wir weiter. Ich bin so hype und meine Stimme ist so hoch wie die von Kim Kardashian, aber scheiß drauf. Digga, es hat sich für mich jetzt schon gelohnt, Mann. 900.000 oder 800.000 Münzen im ersten Pack. Ihr merkt, wie hyped ich gerade bin. Nächstes Set. Wieso erkenne ich keine Icons, Mann? Wieso? Ich bin einfach lost. Übrigens, Grüße gehen raus, Digne und Diego Costa. Ich war einfach mit Michael Ballack bei Sky Sport. Falls ihr das verpasst habt, checkt meine Social Media ab, Mann. Ihr müsst euch vorstellen, Fußball ist so absolut meine Liebe. Und dann sitze ich da bei Sky Sport News mit Michael Ballack, mit einer Ikone. Und jetzt ziehen wir... Ich wollte sagen, die nächste Ikone. Naja,
tun wir nicht. Aber Brasilianer, ZM und das ist eine Arthur. 6 Packs verbleiben uns noch. Einfach rein, Mann. Einfach rein und einfach schauen, was kommt. Ein Team of the Year wäre immer noch ein Traum. Ehrlich, ein Team... Digga, wieso viermal am Stück kein Walkout, Mann? Mal linker Daumen, Leute. Der wird jetzt regeln. Es sind ja noch 8 Minuten am Start. Das kriegen wir definitiv hin. Nächstes Set. Bitte, Digga, ein nächster Klasse-Spieler. Komm schon. Digga, Walkout. Deutschland. Torwart. Und es wird Ter Stegen. Ich war wieder voll in meinem Film. Ihr denkt euch wahrscheinlich, Alter, was ist mit dem los? Aber Marc-André Ter Stegen, 90er Rating, ist am Start. Und ja, der macht da die Raupe auf jeden Fall. Nicht schlecht. Die 4 letzten Packs dieser Lightning Round sind am Start. Ihr wisst ja selber, danach gibt es noch auf jeden Fall ein bisschen weitere. Und jetzt komm schon, Leute. Noch ein Oh. Okay, das war auf jeden Fall los. Wir gehen nicht mal ins Stadion, Bruder. Das sind jetzt noch 3. Nächstes Set. Walkout? Jungs, ist es wieder weiß? Polen? Nee, das ist Lewandowski. Das ist Robert Lewandowski. Junge, wenn du kein Upgrade bekommst im Winter, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Er ist eigentlich ein Team of the Year-Spieler. Also er hätte es zumindest mal verdient. Aber was willst du tun, Mann? Der Robert, willkommen im Team. Und dahinter ist nochmal Lukas Moura und sonst, ja, ein Hakim Ziyech und Pizzi. Damit kann ich hundertprozentig leben, Mann. Noch eins ist am Start. Möge das letzte Pack jetzt nochmal richtig scheppern. Team of the Year war bis jetzt noch nicht drin. Kann alles noch kommen. Aber, okay, Walkie-Talkie. Brasilien. Mittelstürmer. Ich war wieder in meinem Icon-Film, Jungs. Ich war in meinem Icon-Film. Wir ziehen den Bobby Firmino nochmal. Ein Walkout zum Schluss. Kann ich mitleben, Leute. Bis jetzt, ich würde sagen, Pack-Opening 1 von 2 oder vielleicht sogar 1 von 3 ist uns gelungen. Mashallah, Jungs, wir sehen uns gleich wieder. Nur ist es halt einen Tag später. Let's go, Mann. Neuer Tag, nächstes Glück bei, ja, ihr habt es ja gesehen, wir haben gerade eine Ikone gezogen. Jetzt gibt es wieder den nächsten Lightning Round. 125k Packs. Wir haben 40.000 FIFA Points, Leute. Danach war es das Ganze. Und wir schauen mal, was wir noch ziehen können, okay? Ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Ihr habt ja gesehen, Toti hatte ich bereits schon. Erstes Pack, kein Walkout, aber was willst du tun? Deutschlandflagge, ZOM und wer wird's? Der gute Julian Brandt. Wir müssen uns auch gar nicht so großartig beeilen, weil es gibt 100.000 Stück und ich glaube, die werden nicht allzu schnell weggehen. Nächstes Set ist da, Walkout ist am Start. Leute, was ist das? Italien, Torwart, alles klar. Ich dachte, irgendwas Heftiges ist es hier, man muss wirklich bis zum letzten Päckchen believen. Und deswegen machen wir jetzt das nächste Set auf. Ich meine, es ist das bestmögliche Pack, was es gibt und wir haben 16 Stück davon. Irgendwas Krankes muss heute dabei rausspringen. Wir bekommen schon wieder kein Walkout. EA! Warum gibst du mir Dzeko? Ich meine, Pjanic war auch nicht viel besser gewesen, aber Edin, der wird uns jetzt retten. Der linke Daumen, Inshallah, Bruder, du machst es jetzt, okay? 3, 2, 1, linker Daumen. Das ist unsere Glücksfee. AC Mailand-Trikot, du bist auch meine kleine Glücksfee. Und du gehst jetzt hier mit einem Walkout rein. Mit einem Walkout. Brasilien, linker Flügel. Coutinho, bekommt zwar sein POTM, aber wieso gönnst du nicht Neymar? Ja, verneig dich, Bruder, ja, komm. Egal, man darf uns noch lange nicht abschreiben. Wir haben ungefähr noch 8, 9 Stück oder sowas. Nächster Walkout. Bella Italia. Innenverteidiger. Bonucci, Chiellini. Ich sag Chiellini. Chiellini. Bonucci. Dann muss jetzt halt eben da das gute Pack drin sein. Also der gute Spieler. Es sind noch 4 Stück. Leider. Danach ist schon zu Ende bei mir. Fuego. Und jetzt... Oh mein Gott, warte. Nein, das... Oh Gott. Ich dachte, jetzt kommt er wieder. Es hätte ein anderer City-Spieler sein können. Ich dachte, jetzt kommt er wieder. Oh mein Gott, Leute, diese Champions League-Karten, die machen uns alle, glaube ich, gefühlt ein paar Jahre jünger. Also nicht jünger, sondern älter. Also ich meine, wir haben weniger Lebensdauer. Die Zahl, die sinkt oben auf der Uhr. Aber die Zahl, die steigt auf der Walkout-Liste. Frankreich? Ja, Mann. ZM? Wer ist es? Oh mein Gott, let's go! Paul Pogba! Der bekommt vielleicht auch seine SBC-Karte. Man munkelt und der Paul Pogba ist am Start, Mann. Damit haben wir hier einen weiteren Top-Walkout. Damit kann ich leben. Was kostet der noch? Bitte 200k, okay? Alles drunter wäre nicht zu akzeptieren. Heide, Bratter. Bitte. Gönn noch mal was. Oh mein Gott, ist es Team of the Year? Das ist der heftigste Troll. Warum tun sie uns das an? Warum tut ihr uns sowas an? Jetzt machen wir Genki-Dama, okay? Ich hau die Hand nach oben, ihr gebt mir bitte eure Kraft. Scheiße, was hat Kakarot immer noch gesagt? Nein, Spaß, Leute. Wir machen jetzt zusammen das Team of the Epic auf. Let's go, Mann. Danach noch 1000 FIFA-Points, dann war's das. Wir wollen ein Stadion, das funkelt schon mal gut. Das funkelt nach einem Walkout, kein Team of the Year. Deutschland, Ter Stegen.
Let's go. 90er Rating, Testegen, 40-50k, ist auch noch gut. Die letzten FIFA Points habe ich nochmal zusammengekratzt. Irgend so ein komisches Set geöffnet. Wir gehen ins Stadion. Aber Leute, ich würde sagen, mit Henderson von Liverpool können wir dieses schöne Video beenden. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allem eben dieser eine Moment, die Icon zu ziehen. Falls ihr das Video von gestern verpasst habt, ich habe auch ein Team of the auf meinem Team of the Counter stehen, damit ihr da Bescheid wisst. Und das ist nicht irgendeiner, das ist ein richtig knackiger. Schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr so gezogen? Lasst gerne auf diesem Video ein Däumchen nach oben da für meine erste Icon in FIFA 20 Ultimate Team. Auf noch ein paar weitere Icons. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut's rein, euer Tabak und ciao.